Circle Jerk, doch es geht rund. Nehmen keine Hand vor unseren Mund. Hier gibt's noch richtiges Salz. Komm, Leute. Ich bin gerade live. Wir wollten uns heute ein paar Artikel vornehmen. Wir sind alle angetrunken zumindest und wir wollen uns ein paar Artikel vornehmen von Überlegung. Schlomo, halt die Fresse! Okay. Wo bin ich hier gelandet, Mann? Also nochmal kurz zur Erklärung. Wir wollten heute uns für den Stream ein bisschen betrinken. Schlomo hat es ein bisschen mit der Vorbereitung übertrieben. Und dass ich so betrunkenes Gelalle hammer anstrengend und unlustig finde und explizit nicht darüber gelacht habe. So. Okay. Ein paar Sachen noch vorweg, glaube ich. Ist notiert, nee. Also, war das schon das Intro? Eventuell, ich weiß, was für ein Stück Scheiße du bist. Ja, da geht's schon los. Das war das Intro? Also, ja. Kameramann, du wolltest noch was loswerden. Bist du an seinem Intro? Das stimmt besser als mein Intro letztes Mal. Ich bin Kameramann und jetzt singen wir los. Hallo. Also, ich muss jetzt schon sagen, das war auf jeden Fall das letzte Mal, dass wir das machen. Dass ihr beide habt übertrieben, kann man behaupten. Okay. Der Titel stimmt noch nicht, da steht noch Race Realism, das ändere ich gleich. Oh, einmal mit Profis, meine fucking Fresse. Einmal mit Profis. Aber also, ja, Kameramann. Tatsächlich, aber jetzt kurz Meal Talk, weil das Thema aktuell ist und jetzt heute KuchenTV nochmal darüber geredet hat, Reconquista Internet, die Raik Anders Doku, da gehen wir noch ein bisschen über die Nachwirkungen, reden wir darüber. Und eine Sache muss ich da noch aufgrund meiner journalistischen Ehre klarstellen, und zwar, dass der KuchenTV hat erwähnt, dass Bleido festgestellt hätte, dass da ein Screenshot gefaked worden wäre. Und da wurden uns verboten. Ich war auch gefaked. Lass mich das trotzdem nochmal ausführen, dass vom guten Kefka wurden uns da Serverlogs zugespielt und daraus war ersichtlich, dass zumindest manche Sachen nicht gefaked waren und zum Beispiel dieser Frischfleisch-Post, den hat es so auf jeden Fall tatsächlich gegeben und nicht im Kontext, in dem es dargestellt wurde. Das heißt, es wurden Sachen zusammengestellt, die nicht in dem Kontext zusammen waren vorher. Ja, ich weiß nicht, das steht mir ein bisschen auf zu wackeligen Füßen, als ich da noch so richtig hundertprozentig hinterstehen müsste. Und da gibt es andere, klarere Kritikpunkte, finde ich, auf die man sich stützen könnte. Da muss man nicht mit solchen Sie haben aber de facto einen Screenshot zusammengeschnitten aus verschiedenen Screenshots. Sie haben die Geschichte, die Sie gesagt haben, war das war, was Sie gesagt haben, richtig schön. Man kann den Screenshot jetzt so nicht mehr finden auf deinem Server, aber es könnte ja theoretisch sein, dass der mal so existiert hat und die Beiträge. Nein, es wurde nichts gelöscht und vor allem die Beiträge, die darum herum gezeigt wurden, waren von komplett anderen Zeitrahmen. Also sie waren zusammenhangslos einfach da reingeschnitten. Okay, also stehst du nach wie vor hinter dem Screenshot. Mein Bruder distanziert sich davon ein bisschen und ich bleibe zwischen euch. Und ja, übrigens, also ich, was ich an der Stelle vielleicht noch mal, ja, ich finde halt so, also man, da gibt es klare Sachen auf jeden Fall, die man kritisieren kann. Und da geht man denen vielleicht auch ein bisschen zu viel Kontermöglichkeiten, dass man dann schnell in so einen Kreislauf gerät, dass dann quasi alles, was man sagt, falsch ist, nur weil die eine Sache so ein bisschen wackelig ist. Also ich würde mich darauf jetzt nicht so unbedingt berufen, auf jeden Fall. Na, also der Punkt, dass das Screenshot gefaked war, ist halt legit. Und es scheint mir auch eher so, als wenn die sich eher auf Sachen stürzen würden, wie irgendwelche Leute bei uns schreiben gemeine Kommentare und darauf stürzen wir uns jetzt. Das war halt Raiks Antwort auf die gesamte Geschichte. Er ist gleich auf reingegangen. Das Screenshot an sich existierte nicht in der Art und Weise, wie er gezeigt wurde. Das ist eigentlich der einzige Punkt, der es ankommt. Okay, das sagst du so.
Das lasse ich dann jetzt mal so stehen und unterstreiche an dieser Stelle nochmal, dass nicht alles, was Schlomo sagt, auch aus meinem Mund stammen könnte. Du weißt, dass das Screenshot nicht in der Art und Weise existierte. Ist ein winziger Punkt, aber dennoch. Ja. Kameramann muss sich bald von jemandem distanzieren, für den er mittlerweile nicht mehr viel mehr als Verachtung übrig hat. Bevor wir uns gerade thematisch einsteigen, nicht, dass ihr jetzt denkt, dass wir jetzt jede Woche so peinliche, besoffene Streams machen und den Schlomo maßlos übertreibt, möchte ich mal kurz vorwegnehmen, was wir in den nächsten Zeiten für Gäste haben. Und zwar besucht uns unter anderem nächste Woche Open Mind. Datum steht noch nicht genau fest, aber der kommt in nächster Zeit vorbei und wir reden mit denen über Drogen und Legalisierung. Und kurz darauf, am 21.05. kommt Let's Shoot zu Gast und dann reden wir über Waffe und Waffengesetze. Weil und das ist und danach, dann, danach haben wir noch, Miss Wissen de Goa. Klar, du bist ein bisschen leise, bei mir pegelt sich dein Mikrofon automatisch runter. Ja, Mr. Wissen to Go kommt auch noch. Und wir würden uns halt auch freuen, wenn jemand wirklich noch von quasi vom SJW-Spektrum, wo ich mich befinde, kommen würde, um mit uns zu diskutieren. Das wäre auch ganz nice. So. Versuch das Wort, ich glaube, das Wort SJW ist negativ vorbesetzt. Versuch nochmal ein neutraleres zu finden. Oh, fuck off. PJW. Ach nee, die hatten wir schon. Die sind eher so links, aber halt so puritanisch links halt. Na jedenfalls, wir schreien teilweise privat mit den Leuten, aber so, also ich sag jetzt nicht, wer das ist, weil es wäre mir ein bisschen unfair, aber irgendwie auf Salzmine haben die einen oder anderen noch keine Lust, aber vielleicht können wir die noch ein bisschen schmackhaft machen jetzt mit den nächsten Gästen. So. Gut. Ja, besonders wenn ihr heute euch so hemmungslos abschießt und mit so richtig geleiteten Intros daherkommt, hinterlässt das bestimmt einen besonders guten Eindruck bei den Jungen. Das ist der Punkt, du Hurensohn. Wie sitzt du? Monetarisierung. Ach, an der Stelle muss man mal sagen, dass YouTube uns ohnehin nicht monetarisiert und unser Channel sich seit mehreren Monaten in Review befindet. Aber ich glaube, mit solchen Ausdrucksweisen wie von Schlomo können wir das eh vergessen. Mit mehreren Wochen, oder? Wir ernähren uns einzig von euren Spenden. Na jedenfalls, wir hätten uns da heute auch tatsächlich nicht betrunken, wenn nicht die Umfrage klar gesagt hätte, dass wir uns betrinken sollen. Ich blende das mal hier ein, den Scorepoll, den wir gemacht haben. Sollen wir uns dieses Mal bei der Salzmine betrinken? Ja, Schlomo ist doch eh immer betrunken, hat 50% der Votes. Ja, aber diese Umfrage ist mega peinlich. War mein Favorit übrigens. 30%. Ja, nüchtern seid ihr ohnehin unerträglich. 13%. Ja, wenn ihr mehr trinkt, redet ihr weniger. 6%. Und ich würde nur sagen, diese Gelegenheit nutze ich, um zu trinken. Und ich würde mal sagen, diese Gelegenheit nutze ich, um Internet-Leute im Chat zu begrüßen, weil diese Umfrage auch auf deren Server geteilt wurde. Ihr seid trotzdem herzlich willkommen. Ja. Ich hoffe, wir können euch irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, die Augen öffnen. Kann man das so sagen oder klingt das ein bisschen zu vermessen? Wir ersticken euch in Liebe. Aber jetzt kurz mal dazu noch ein ernstes Wörtchen, auch wenn wir so ein bisschen albern wirken und das vielleicht ein bisschen raubeinig rüberkommt, sind wir auf jeden Fall gerne bereit, unsere Verhaltensweisen für den einen oder anderen Gast vielleicht auch ein bisschen gesitteter anzupassen. Und man sollte uns da nicht unterstellen, dass wir einfach nur Klamauk machen, sondern wir mögen Discourse tatsächlich auch wirklich ganz gerne. Ich meine, das letzte, was wir hatten, war eine Debatte zwischen mir und... Ich meine, der Punkt von dieser Geschichte ist, dass man halt auch mit anderen Leuten redet, die halt ein ziemlich anderes Weltbild haben und halt diese Sachen diskutiert. Ja, und ich meine, du und Pixel, also du hast ihn ja auch vorher so... teilweise in deinen Videos nicht ganz so sanft angefasst, sage ich mal, und trotzdem kam er her und so, und das ist auf jeden Fall schön, wenn man halt so zusammenkommt und trotz Differenzen, die ja unter den Hosts dieser Sendung tatsächlich auch bestehen, auch wenn das manchmal nicht so wirkt, man zusammen redet einfach so. Nice. Deswegen ist auch, es wäre so einfach, sich da rauszuziehen und zu... Oh, da war einer dann da unten raus, Cutter. Was, wie? Du cuttest raus. Ich cutte raus, einen Moment. Ich kann mal Scheiße kurz neu. Okay. Übrigens da auch noch so. Wir bald thematisch. Ja, wir steigen bald thematisch ein. Das Intro war ein bisschen lang. Auch noch an den Chat, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt an Leuten, die ihr gern hier haben wollt, die mit Schlomo oder mit Bleilo oder mit mir reden sollen, dann
schickt uns ruhig Vorschläge oder sogar, wenn ihr wen kennt oder so ein bisschen connecten könnt. Wir sind da auf jeden Fall offen für. Und ansonsten würde ich sagen, auf jeden Fall irgendwann mal eine andere Plattform als Discord hier finden, weil irgendwie mein Discord fährt immer raus. Was ich gerade sagen wollte, ist, es wäre so einfach für die Öffentlich-Rechtlichen und Funk, einfach so einen Mirko zu pullen und halt zu sagen, wir reden jetzt mit denen halt ernsthaft in einer wirklichen Diskussion, dann hätten sie sofort den Respekt von unserer Zuschauerschaft, denn das, was Leute respektieren, wenn halt wirklich sich offen zum Gespräch stellt. Aber sie scheinen dazu einfach nicht in der Lage. Irgendwie ihr Stolz und ihr Selbstbild verbietet es ihnen, irgendwie in solchen zu gehen. Und deswegen ficken sie sich einfach immer weiter selber mit irgendwie Scheiße, wie es der Doku. Ich habe im Chat gerade gelesen, wenn Open Mind da ist, wollen wir ihnen dann den Schwanz lutschen. Und ja, tatsächlich war das so der Plan für die Folge. Mal gucken, wie das ankommt auf jeden Fall. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt. Ja, Moment. Das, was Schlomo gesagt hat, also ich finde auch einfach, ich weiß nicht, ich meine, jetzt reden wir drei so über die und dann reden die drei oder reden dann deren Leute über uns. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob es nicht einfach wirklich wesentlich produktiver wäre, wenn man nicht einfach zusammen reden würde. Aber scheinbar, wie soll dieses Gespräch zustande kommen, wenn man sich halt nicht an einen Tisch setzt, weil ich irgendwie mal, by the way, über Schlomo gelacht habe, über seine Reaktion, weil er sich nicht so verhalten hat, wie ich es erwartet habe und keine Ahnung. Wenn ich dadurch als Gesprächsteilnehmer für immer disqualifiziere, dann ist das auf jeden Fall eine Sache, die mir, keine Ahnung, wie soll man da rauskommen? Wie soll man dann irgendwie aufeinander zugehen, wenn das schon irgendwie dem im Weg steht? Wirklich diplomatisch formuliert. Ich habe auf seine Reaktion, ich habe nicht erwartet, dass er diese Reaktion macht und deswegen habe ich gelacht. Ja, ist doch aber wirklich so. Ich versuche das. Ich habe einen Joke gemacht und das gelacht. Ja gut, aber ich meine, ja, die Person, die sich davon angegriffen gefühlt hat, war eigentlich gar nicht wirklich Teil des Witzes, sondern deine Performance war der Witz. Genau, ich habe mich praktisch zu der Witzfigur in den Witz gemacht. Das war der Punkt. Halt meine Reaktion und wie ich mich verhalte, war der Witz. Nicht irgendwie reich in dem Kontext. Ich meine, ja gut. Du hast nicht mal gelacht, ne? Nee, ich habe nicht mal gelacht. Mann. Und ich habe mir die Stelle auch noch angeguckt und wir haben eigentlich auch relativ ernst von dir eine Entschuldigung verlangt, so mehr oder weniger. Und konnten auch nachvollziehen, warum er sich beleidigt gefühlt. Also ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie man uns da unterstellen kann. So, ach, da haben wir uns aber zusammen über ihn amüsiert oder so, aber egal. Gut, wollen wir thematisch einsteigen mit dem Artikel so langsam? Nee, oder? Na, würde ich sagen. Nee, keine Lust. Nee, lass doch einfach irgendwie rumlammen mit dem Scheiß. Nee, also wir haben einen zweiten Artikel, glaube ich. Der zweite Artikel über... Genau, hier. Der ist auf jeden Fall auf Twitter rumgegangen. Ja. Und was man zu der ganzen Sache vielleicht noch sagen kann, insgesamt ist, dass das Ding vielleicht gar nicht so große Wellen schlägt, wie es jetzt halt in unseren Kreisen vielleicht aufschlägt. Also ich meine, für uns ist das so normal, dass die Leute darüber reden und so, aber wenn du jetzt zum Beispiel wen auf offener Straße fragst oder so, beim Abendbier in der Kneipe, was der von der Raik-Anders-Doku hält, dann hat er die wahrscheinlich nicht gesehen. Na, also das bei uns schlägt das ja so auf, als wäre es jetzt... Das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Distinktion hier. Also meinst du, wir sind da schon mehr von betroffen als der durchschnittliche Bürger? Das ist natürlich ein Einblick von Bleilo. Den hätten wir jetzt so erstmal nicht erwartet. Ja, ich meinte, können wir eine Runde Applaus haben dafür? Schlomo hat jetzt 5 Videos drüber gemacht und wir machen jetzt nochmal den Stream. Ich hoffe, dass wir das Thema damit auf jeden Fall langsam beenden können, weil ganz ehrlich, habe ich damit auch nicht so Lust, mich damit jetzt noch ewig... Aber Alter, das Thema ist fucking lustig. Diese Leute machen sich einfach so fucking lächerlich. Ich habe auf jeden Fall auch keine Lust, in den großen Internetkrieg zu ziehen. Das muss ich auch nochmal sagen. Also, wir arbeiten das ja noch ein bisschen auf, aber. Das Ding ist, der Krieg ist vorbei. Es gibt keinen Krieg mehr. Also, sie haben sich dermaßen lächerlich gemacht und sich dermaßen selber ins Ausgeschossen, dass. Also, wir müssen eigentlich nur irgendwie die Sachen zeigen und darüber lachen, das war's. Na ja, mal sehen, ob wir hier was zu lachen haben in dem Artikel. Ich lese den einfach mal vor, weil ich sitze ja und scrolle. Nicht schlecht, ne? Super. Erfolgreich den Diskurs abwürgen. Eine Kolumne von Jochen Bittner. Jan Böhmermann führt mit Reconquista Internet vor, wie schnell totalitäres Denken wieder cool werden kann. Danke für die Warnung. Zu der Überschrift irgendwie Input oder so? Ja, ich denke mal, Schlomo. Ja, du? Ja. Ein bisschen
bisschen bissig formuliert vielleicht, aber im Grunde trifft es schon für eine Überschrift nicht schlecht. Das ist ja das auch, wo Shlomo mehr oder weniger mit seinem letzten Video darauf aufmerksam gemacht hat, mit diesem Vergleich zwischen den Zuschalten von Jan Böhmermann und diesem Filmausschnitt von 1984, das natürlich einer von Shlomos Lieblingsfilmen ist, den er seit klein auf immer gerne geguckt hat. Und du bist ein Buchlehrer. Aber ich meine, der Vergleich kommt ja nicht von ungefähr, weil es schon so ein bisschen zutreffend ist. Da wird einfach Hass in Liebe verwandelt und dann so getan, als wenn man halt gut gegen Böse. Und halt alles, was die machen, ist Liebe per Definition, auch wenn wir Leute doxen. Wie es passiert auf Böhmermanns Server, wenn aufgefordert wird, Leute zu doxen oder wenn wir Zensurlisten irgendwie verbreiten, das ist immer Liebe von uns. Denn die anderen, die sind der Hass. Und mit denen können wir machen, was wir wollen. Egal, was wir mit denen machen, ist es Liebe. Ist es immer Liebe. Das klingt auf jeden Fall ein bisschen Erfolg. So, als wärst du mit Jochen Bittner tendenziell gut befreundet. Denn also ich habe mir den Artikel... Der Typ, der den Artikel hier geschrieben hat. Aber gut, gut aufgepasst auf jeden Fall. Erfolgreich den Diskurs abwürgen ist auf jeden Fall... Das trifft es auf jeden Fall, wenn man uns jetzt anguckt, schon relativ gut. Weil wir suchen ja den Diskurs und wir finden ihn einfach nicht. Obwohl wir ihn gerne wollen würden. Aber es klappt halt einfach nicht, weil wir die Trolle sind und die Bösen. Vielleicht kann man sich da noch ein bisschen geschickter anstellen. Böhmermann hat uns straight up geblockt nach unserer Anfrage, nach einem Gespräch mit ihm. Ne? Was macht also, ihr das auch öffentlich, ja. Jungs? Das macht man auch anders. Oh. Ja, ab jetzt nehme ich die Akquise in die Hand. Dann klappt das auch. Ja, dann regel du das. Dann kommt er an den Start. Ja. Ich meine natürlich, der ist natürlich viel zu groß für unseren Stream. Warum sollte er ja auch kommen? Aber von Raik hätte ich mir allerdings schon erhofft, gerade wenn er sagt, dass er so gesprächsbereit ist oder dass der Diskurs gesucht wird. Wir suchen ihn halt auch, aber wir finden ihn leider nicht. Ja, ist halt... Gut. Ich meine, ich habe schon zugestimmt, einem Streamer auszusetzen, dass ihr mit ihm reden könnt. Aber... Ja. Er hat sich dann den nächsten Strohhalm, der irgendwie zu greifen hatte, gegriffen und gesagt, die haben über einen Witz von ihm gedacht, deswegen, die sind auch so böse Nazi-Trolle. Ist halt, für mich auch nicht ganz nachvollziehbar. Das würde ich halt, mit wem würde er reden? Bei wem würde er nicht irgendeine Ausrede an den Haaren herbeiziehen? Bei wem würde er nicht irgendwie sagen, der hat irgendwie keinen Plan, vielleicht immer irgendwie, der hat einem Recht mal zugelächelt, also nee. Es gibt er redet mit der gesamten Opposition nicht. Er redet mit niemandem, der ihm gegenübersteht, der halbwegs kompetent ist. Er redet nur mit irgendwie Lolcows, wie irgendwie Dennis, oder er redet mit Leuten, die er dann nachher irgendwie aus dem Kontext schneiden kann. Das ist alles. Falls nicht verloren, keine Ahnung. Würde ich mir auch wünschen, auf jeden Fall. Willst du mal den ersten Abschnitt des Artikels vorlesen? Auch wenn ich glaube, irgendwie der Chat hat nicht so Bock auf Artikel, habe ich zumindest gerade zwischendrin gelesen. Aber die stehen nun mal heute auf der Tagesordnung, Freunde. Da kommen wir das nicht ist mir rum. Doch egal, was der Chat will. Oh, lololololol. Man hätte wirklich gerne gewusst, wer im Team von Jan Böhmermann die geniale Idee hatte, Orwells 1984. Warte, ich lese das vor, oder? Okay, dann mach du das halt. Entschuldigung. Moment. Nein. Wird gerade gesagt, man muss ja auch nicht mit uns reden. Nee, muss man auch nicht. Aber wenn man halt vorgibt, Diskurs wollen und der anderen Seite und der anderen Seite zu unterstellen, dass sie keinen Diskurs will. Vor allem die Ausrede, wenn du eine Ausrede haben willst, dann kannst du sagen, nee, kein Bock, das ist eine kleine Scheiße, ich habe keinen Bock, mit ihnen zu reden. Okay, aber halt nicht irgendwie, der hat über einen Witz von ihm gelacht. Das ist halt vollkommen lächerlich. Also als Massenbewegungssatiriker-Reaktion im echten deutschen Leben loszutreten. Schließlich kann das nur so nicht ernst gemeint sein, wenn ein prominenter Moderator im öffentlich-rechtlichen Fernsehen politisch Andersdenken diffamiert und unter Sturmhaube und Stahlhelm dazu aufruft, sie mit in Anführungszeichen Liebe zu überschütten. Was soll man da noch sagen? Das ist im Prinzip, tatsächlich hast du dich hier ein bisschen gedoxt, dass du bei der Zeit Kolumnen schreibst. Hätte aus deiner Feder stammen können, oder? Ziemlich, ja. Ja, das Liebe steht übrigens vollkommen zu Recht in Anführungszeichen, denn das meiste, was dabei rumkommt, ist einfach passiv, aggressiv, mindestens. Ja, und es ist ja nicht so, dass. Die posten auch Herzchen und so. Es ist ja nicht so, dass diese angebliche Liebe wirklich von Herzen kommt. Also.
Ich meine, wenn man sagt, so viel Liebe von Böhmermann, dann ist das doch eher so, ja, hier ein ungedeutetes, ich finde dich scheiße, so im Prinzip. So. Synonym für Doxing halt, mittlerweile. Es ist schon, man könnte dieses Spider-Man-Meme da einbauen und wo sich Reconquista Germanica und Reconquista Internet einfach gegenüberstehen, meiner Meinung nach. Wobei ich nicht weiß, dass Reconquista Germanica jemals irgendwie gedoxt hat. Oder zu aufgerufen hat. Keine Ahnung. Dass du jetzt natürlich wieder die Rechten in Schutz nehmen musst. Hashtag Außenwahrnehmung. Ich werde nachher wieder für rechtfertigen. Ist es vielleicht eine falsche Äquivalenz in dem Sinn, dass die Methoden, die sie jetzt verwenden, gehen doch weit über das hinaus, was Reconquista Germanica gemacht hat. Ich meine, es ist wahr. Die haben irgendwelche Fake-Accounts gemacht und dann irgendwelche Sachen da wurde. Okay, wer gibt einen Fake? Diese Leute wollen wirklich die Leben von Leuten zerstören und die wollen halt wirklich die Privatinformationen über Leute veröffentlichen, um sie halt als Kritiker loszuwerden. Das ist der Punkt in dieser Geschichte. Also ich würde mich da auf jeden Fall ein bisschen zurückhalten, die beiden so miteinander zu vergleichen und dabei Reconquista Germanica quasi zu verteidigen, denn das kann schnell auf jeden Fall in Fahrwasser kommen, in die man nicht geraten möchte. Scheiß auf Reconquista Germanica, aber der Punkt ist halt, was sie machen jetzt, ist noch schlimmer, als was die gemacht haben. Ja, halt, letztendlich ist es schon richtig. Was haben die realistisch gemacht, Reconquista? Ja, sie haben ein paar fucking Downvotes für irgendwelche Leute gemacht. Das sollte man jetzt aber auch nicht kleinreden, nur weil man gerade irgendwie was anderes präsenter hat. Oh, fuck off. Was anderes präsenter. sie haben nichts in dem Ausmaß gemacht und sie haben nicht in dieser Persönlichkeit was Leute angegriffen, wie es jetzt passiert mit irgendwas im Internet. Also ich frage mich, warum du da so Einblicke hast. Hast du vielleicht mit denen zu tun? Ich weiß nicht, was die alles gemacht haben. Aha! Ich denke, wenn die irgendwas gemacht hätten, wäre das oben auf die Doku plakatiert gewesen. Hätten die das als den Aufhänger ihrer Doku verwendet. Deswegen nehme ich einfach, was die daraus gezogen haben, als das haben die gemacht. Ich denke, dass, wenn die irgendwas Schlimmeres gemacht hätten, dann hätten die es auch noch in die Doku eingebracht. Ich finde es auf jeden Fall tendenziell schwierig, wenn Leute sich jetzt so einer Bewegung wie Reconquista Internet anschließen, um irgendwie Feuer mit Gas zu bekämpfen. Also ich meine, da haben es einfach teilweise wirklich Leute angeschlossen, die das scheinbar auch Scherz machen oder weil sie an Böhmermann cool finden. Aber letztendlich legitimiert man damit die Gegenseite und sorgt damit nur dafür, dass sich die Fronten verhärten und dass der Kampf mehr oder weniger so ein Internetkampf angefacht wird. Ja, also wir haben es jetzt damit wirklich konkret geholfen. Die gebildeten Fronten sollte man da auch nicht bedienen, auf jeden Fall. Sie legitimieren, was die andere Seite macht. Und zwar, sie legitimieren sogar noch Sachen, die darüber hinausgehen. Sie legitimieren an diesem Punkt schon, dass die Reconquista Germanica Leute doxen würden. Also, was sie jetzt anstreben. Deswegen, sie heben halt die gesamte Geschichte noch auf eine ganz andere Ebene von Verwerflichkeit und sagen halt, das ist okay, wenn es halt die Rechten sind. Und die Rechten können es auch genauso gut sagen, ja gut, dann ist auch okay, wenn die das mit euch machen oder nicht. Und ihr könnt fucking nichts dagegen sagen. Ich meine, was zum Fick wollt ihr sagen? Also ich finde auf jeden Fall, man sollte darauf achten, dass da die nächste Eskalationsstufe, wie manche Leute sagen würden, nicht unbedingt so schnell erreicht wird, sondern vielleicht mal ein bisschen gucken, wenn wurde ich... Wurde damit auf jeden Fall aber sehr begünstigt. So. Ja, ich meine ja eben, das ist so wie ein bisschen wie Punch-Nazis, so, ja, wer definiert denn, was jetzt böse ist und wo das legitim ist? Das ist einfach generell widerlich, so Gewalt auszuüben. Und es legitimiert auf der Gegenseite, dass die Gegenseite das Punch-Kommis hat. Ja, und wo endet das Ganze jetzt? Ich habe eigentlich die ganze Zeit verzweifelt darauf gewartet, dass es von Seiten Jan Böhmermann da irgendeine Punchline, irgendeine Pointe zugibt zu diesen ganzen Geschichten von Reconquista Internet, aber bis jetzt scheint das die Pointe zu sein, wie es jetzt gerade läuft, dass man genau das Gleiche macht wie die Gegenseite. Ja. Na gut, gehen wir mal ran. Achtung, wahrscheinlich, weil er den Clou nicht durch Erklärung versauen will, schweigt Jan Böhmermann gegenüber der Zeit zur Entstehung von Reconquista Internet. Ebenso wie die Produktionsfirma seiner Sendung. Oder sie sind einfach bescheiden in dem Business, sei es drum. Dann muss man ihnen eben ohne Bestätigung gratulieren. Und gratulieren wozu, dass die jetzt so viel Zulauf bekommen, oder?
Nächster Absatz. Denke ich mir dann, dass ihr seid scheiße und dann irgendwie diesen Pepe, der holt. Das ist im Grunde genommen die gesamte Geschichte von Erik und Gustav Internet. Die Aktion Reconquista Internet ist eine im deutschen Fernsehen bislang beispiellose pädagogische Meisterleistung. Denn mal ehrlich, kann sich irgendjemand vorstellen, dass ein liberaler Geist wie Jan Böhmermann konservative und oder regierungskritische Twitter-User in einen Topf wirft mit Neonazis? Die Trolle, die sich im Netzwerk Reconquista Germanica zusammengeschlossen haben, haben, wie Böhmermann ganz richtig feststellt, schließlich nichts mit dem politischen Diskurs zu tun. Sie haben es verdient, mit ihren eigenen Methoden bekämpft zu werden. Ist das jetzt die Meinung des Autoren, oder? Ich denke, ja. Da bist du sogar auch dazwischen gerätseln, weil wenn einzelne Mitglieder von diesem Server irgendwas machen, heißt das nicht, dass es gerechtfertigt ist, das gegen jeden auf diesem Server zu machen halt. Ich finde es mit eigenen Methoden schlagen, das ist so ein bisschen Auge um Auge, Zahn um Zahn mäßig, ist ein bisschen veraltet. Man sollte ja tendenziell versuchen, irgendwie besser zu sein, also das versuche ich zumindest. Deswegen habe ich in meinem Antwortvideo unter anderem auch bestimmte Sachen korrigiert, die mir da falsch vorgekommen sind. Etwas, was ich von bestimmten anderen Leuten noch nicht gesehen habe. Schlomo. Was ist denn mal Schlomo falsch vorgekommen, wenn du die Flinte auf ihn richtest? Was da der Vorwurf dahinter? Was hat Schlomo dann am Ende? Ich wollte eigentlich Reik sagen und nicht Schlomo. Manchmal Verwechslungsgefahr. Oh, lololol. Na, wenn ich jetzt an der Stelle dann Kritik an Schlomo anbringen müsste, dann würde ich sagen. Okay, und das nimmst du auch dann. Danke. Ja, tschüss. Okay. Okay, Jungs, wir haben gesagt, diese Grenze wird nicht überschritten. So, tschüss. Es gibt gewisse Grenzen, der. Macht den Scheiß ohne mich. Fickt euch doch. Also okay, ich glaube bei dir schon so ein bisschen, dass du dich, als du die Doku gesehen hast, hast du dich auch schon so ein bisschen gefreut, dass du jetzt Content für die nächsten paar Wochen hast, oder nicht? Das Ding ist, ich hatte eigentlich was Besseres zu tun jetzt. Deswegen hat das eigentlich jetzt die besseren Sachen, die ich zu tun hatte. Was wolltest du denn machen? Also wir wollen dich jetzt nicht doxen, aber was wolltest du machen? Das wäre relativ doxend. Ich hätte eigentlich was anderes im Sinn, was ich machen würde in dieser Zeit. Und jetzt fand ich mir halt dazwischen eher so mit der Scheiße. Und ich muss halt das nutzen, weil eine bessere Vorlage gibt es halt nicht. Ich meine, das war halt so perfekt, was die gemacht haben. Ich könnte mich, wenn ich an deren Stelle wäre und mir einfach nur Sachen zuspielen wollen würde, ich hätte exakt das gemacht, was die gerade gemacht haben. Ja, eben. Und dann dachtest du ja, okay, ich habe Content für die nächsten paar Wochen. Fertig ist die Kiste. War das letzte Video eigentlich dein letztes zu dem Thema oder willst du das noch länger durchziehen? Nee. Es kommen noch 2 bis 3 weitere Videos in der Reihe Alt-Reich-Leaks. Und danach kommt noch das Neben der Ehre. Martin Senner hat da ja auch ein Video zu gemacht. Der hat dann gemeint, dass Reik anders quasi der Prototyp von einem Useful Idiot wäre so. Also siehst du das auch ein bisschen so, dass der eigentlich der Gegenseite damit mehr in die Karten spielt, als er sie bekämpft? Wenn ich mal so drüber nachdenke, könnte das wahrscheinlich tatsächlich so sein. Tut er legit. So das Ding. Wortwörtlich jeder Punkt in Martin Sinners Video darüber war absolut akkurat. Also so weit würde ich nicht gehen, weil ich es nicht mehr genau in Erinnerung habe, aber ich kann auch keinen Punkt nennen, dem ich widersprechen würde. Und ist halt, sie spielen uns so sehr in die Karten. Es ist so, als wenn uns sie tun. Sie, dir. Fuck off. Ich bin da auf keiner Seite. Ich will nicht mit uns in einen Topf geworfen werden. Sie tun alles. Ja. Sie tun alles, was sie tun könnten, um uns Vorlagen zu geben. Wieso redest du eigentlich von dir im März? Also, ich habe ganz ehrlich nicht vor, da noch mehr Videos zu machen. Ich will noch irgendwie die SW-Leute behalten. Small. So, wir gucken uns jetzt nämlich den nächsten Abschnitt an. Twitter-Account. Nee, Moment. Ich wollte mal kurz festhalten, dass Schlummern einen betrunkenen Mental Breakdown live on air hat. Ich hatte auf jeden Fall nicht vor, da noch länger wirklich Videos drüber zu machen.
Und ich wollte eigentlich jetzt mehr oder weniger dann auch einen Schlussstrich darunter ziehen. Also Bleilo-Videos mache ich da auf jeden Fall nicht mehr drüber. Das muss dann gleich ein Halt drin bei dir. Oh Mist. Bei mir geht's eigentlich. Also brauchst nichts verändern erstmal. Ich finde auch irgendwie, also klar, wenn du willst, kannst du dich dann noch weiter mit beschäftigen. So, für mich ist es eigentlich mehr oder weniger durch. Oh, darf ich? Danke. Ja, habe ich dir erlaubt. Sonst, kein Ding. Weil wenn du, also, wenn du übertreibst, muss ich mir überlegen, ob ich die Salzmenier noch mit dir mache. Da sind wir zu sehr assoziiert dann. Ja, ich glaube, nicht als irgendwie über einen falschen Joke lache. Na. Ja. Gut. Na gut, dann machen wir den Artikel weiter. Twitter-Accounts, wie die von, sagen wir, Emma Richter, Dushan Wegner oder Roland Titschi, sind hingegen hochgradig diskursiv. Sie sind provokant, bisweilen emotional und pauschalisierend, aber sie verstoßen gegen keine Gesetze. Niemand muss sie mögen, nur ihre Freiheit, sich zu äußern, die muss man ihnen in einem von Kant und Grundgesetz geprägten Land halt ja lieben. Wer, wenn nicht Jan B. Deutsch Böhmermann, wüsste das? Ja. Ja, ist halt, also, pff, ich lasse auf Kant übrigens, ich mag Kants Philosophie nicht, aber es ist halt jemand in der Zeit, der wirklich seine Prinzipien konsequent durchsetzt, das ist schon eine ziemlich überraschende Sache. Hm. Ja, boah, ich konnte den Abschnitt gerade irgendwie nicht folgen. Oha, Bleilo hat zu tief ins Glas geguckt. Dass gerade Jan Böhmermann da so ein bisschen empfindlich sein müsste, ist wahrscheinlich noch so ein Wink mit den Zaunfall an diese Schmähkritik, die er da gebracht hat. Dass er da auch schnell von manchen Leuten in eine falsche Ecke gerückt wurde, die halt den Witz dahinter nicht verstanden haben. Und ich werde gerade im Chat gefragt, ob ich überhaupt getrunken habe. Das ist auf jeden Fall eine bittere Frage, denn ich stoße hier die ganze Zeit an mit jemandem, der noch neben mir sitzt. Und ich bin schon super betrunken, nur habe mich halt trotzdem betrunken sehr gut unter Kontrolle. Außerdem trinkt nicht zu viel, Freunde, nur so viel, wie ihr möchtet. Lasst euch nicht zwingen, weil ihr mit Bleilo und Schlomo im Stream seid, mehr zu trinken, als ihr wollt. Die Scheiße muss rein. Spaß haben. Runterschütten, egal was. Wenn es eine Alkoholgehalt hat, runter. Schlomo, wollen wir eine Diskussion über Jägermeister führen? Den trinke ich nämlich gerade. Nein. Oh, das ist scheiße. Lass uns bitte beim Thema bleiben. Sorry, das muss ich einfach sagen. Jägermeister ist im Grunde genommen einfach nur ein alter Schnaps, der durch eine geschickte Marketingkampagne wieder cool gemacht wurde. Und von, auch die jungen Leute trinken Jägermeister, das ist irgendwie cool. Ist einfach nur, es ist halt so sichtbar, wie leicht sich Leute manipulieren können lassen. Siehst du da Ähnlichkeiten zwischen der Jägermeister-Marketing-Strategie und Reconquista-Internet, in dem Sinne, dass Leute schnell für eine Sache begeistert werden können, die eigentlich relativ fragwürdig ist? Im Grunde genommen ja. Mensch, da waren wir doch beim Thema. Genau, das ist eigentlich ein Thema für das Feld. Verruhe und Herrsche, finde ich eine passende Überschrift, glaube ich. Mal sehen, was da drunter steht. Das Großartige von Reconquista Internet ist deshalb sein aufklärerischer Hintergedanke, in dem auf einer Liste mit über 1000 Twitter-Namen Nazis und Nicht-Nazis ganz gezielt miteinander verrührt werden und Böhmermann natürlich scherzhaft Leute behauptet, sie alle richteten sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung. Ja. Macht der Zettel. Ja, bist du ein? Das ist ziemlich scharfsinnig erkannt. Das ist halt wirklich was passiert. Sie wollen Leute im Grunde ein gesamtes politisches Spektrum vermengen. Alle, die irgendwas gegen ihre Meinung haben, das sind Internet-Nazis und wir machen die jetzt, was wir wollen, denen das gerechtfertigt, denen guckt ihr gewissen Internet an, die machen das auch. Ist halt, das ist deren Taktik. Wir vermengen die alle in einem großen Topf. Und das, mit denen können wir dann nachher machen, wegen Reconquista Internet, das war der große Aufhänger, können wir mit denen machen, was wir wollen. Ja, das ist so ein bisschen halt, also ich habe da in Bleilos letzten Skript gelesen, Homogenisierung der Fremdgruppe. Und da werden nämlich einfach alle, die nicht nach deiner eigenen Pfeife tanzen, in einen Topf geworfen. Und das macht es dann relativ einfach, die zu verurteilen. Und das scheint hier genauso stattzufinden auf jeden Fall. Was so eine Gegenbewegung zumindest fördert, ist ein krasses In-Group-Out-Group-Verhalten.
wenn du sagst, okay, wir haben da Reconquista Germanica und wir sind jetzt Reconquista Internet. Und das ist halt nicht förderlich, wenn man so Probleme lösen möchte. Weil wie mein Bruder gerade gemerkt hat, dann eine Outgroup stattfindet und dann sind von denen alle gleich und du wirkst bist weniger empathisch. Und wenn du jemanden siehst, mit dem du nicht einer Meinung bist, denkst du, okay, Outgroup, dann Deckel drauf und dann ist egal. Dann redest du auch nicht mehr mit denen. Und sie sind alle, der gesamte Gegenwind, den wir bekommen, ist einfach nur gefaked von irgendwelchen, von 10, 20 Leuten, die sich Fake-Accounts machen wie Leute. Und im Grunde genommen, unsere Meinung ist die einzige richtige und alles, was dagegen kommt, ist einfach nur gefaked von irgendwelchen rechten Leuten. Ja, das ist halt auch so eine Sache, ne? Kannst du mal das Fenster zumachen? In dem Zusammenhang fände ich es ein bisschen problematisch, dass dann alles unter dem Deckmantel der Satire zu verkaufen, wenn es am Ende des Tages halt nicht wirklich eine Pointe gibt, sondern wirklich deine Zuschauerschaft einfach mehr oder weniger aus Solidarität zu dir dann danach handelt, dass sie zu Leuten geht und sie halt mit Herzen voll spammt. Gut, ich weiß letzten Endes ehrlich gesagt nicht, wie viele Leute dann wirklich sich aufgemacht haben. Ich glaube, bei mir sind irgendwie, weiß nicht, 30 Leute oder so gelandet, also keine wirklich nennenswerte Zahl. Deswegen will ich das Problem jetzt auch nicht größer machen, als es am Ende des Tages ist. Das wird halt ziemlich einfach aussterben, dadurch, dass es sind Fanboys von Böhmermann, die sagen, Böhmermann-Scheiße, das wird ziemlich schnell langweilig werden. Das heißt, das wird ziemlich schnell aufgehen. Ja, gut, lesen wir mal weiter, Frage, was der Artikel dazu zu sagen hat. Nee, oder was? Dann ist natürlich die Frage, wie berechtigt das ist, dass du da 5 Videos zu machst, wenn es am Ende des Tages einfach wahrscheinlich eine Luftnummer ist, die null Impact auf dein Leben hat oder so. Es ist für uns die beste Promo. Sie demonstrieren, was für armselige, verlogene, verfickte Fotzen sie sind. In einer Weise, praktisch niemand mehr wirklich verleugnen kann. Und das müssen wir ausnutzen, dass wir halt einfach ihre Demonstration dessen nehmen und sie halt einem weiteren Publikum vorführen. Das ist eigentlich dein kollektivistisches Uns. Wen meinst du damit alles? Jeden, der nicht ihre proletarischen linksradikalen Ideen vertritt. Oh wow, ich dachte, ich bringe dich dazu, den Begriff Skeptiker-Community in den Mund zu nehmen. Das klang gerade nämlich ein bisschen so. Aber so betrunken bist du dann scheinbar doch noch nicht. Bedenken muss man, du bist auch nur ein Sohn. Das kann ich aus erster Hand bestätigen, auf jeden Fall. meine Güte. Ich lasse also, Sohn wieder trinken, Mann. Ich lese hier mal weiter, ja. Damit macht der ZDF-Satiriker die Brüchigkeit eben dieser freiheitlichen Demokratie deutlich. Dafür gebührt ihm Dank. Seine erschreckend erfolgreiche Login-Aktion. Oh. Jetzt hat Schlomo sich gedoxt, er wohnt in einer Pfandannahmestelle. seine erschreckend erfolgreiche Login-Aktion, die schnell mehr als 50.000 Mitglieder gewann, führt gerade der jüngeren Generation, die weder die vorletzte noch die letzte deutsche Diktatur erlebt hat, vor Augen, wie einfach und schnell totalitäre Trends cool werden können. Definiere böses Denken weit und gutes Denken eng. Und behaupte, es gäbe viel, viel mehr Feinde einer besseren Menschheit, als man so glaube. Fertig ist die Diskurserstickung. Ja. Ziemlich gut auf den Punkt gesagt, finde ich, mit dem. Ja, das ist ziemlich fucking hellsichtig. Das ist doch sehr halt. Also, das ist eigentlich auch weiter als über die Böhmermann-Geschichte hinausgehend. Das ist, was allgemein passiert. Es findet eine Menge Dämonisierung statt halt. Vor allem in linken Kreisen halt. Alles, was irgendwie in die Richtung rechts geht, was rechts empfunden wird, wird als, am Ende wollen die. Ich finde allein die Labelisierung. Am Ende wollen die wieder die Juden vergasen und die sind scheiße, die sind schlecht, was die denken, ist schlecht. Ich finde allein die Labelisierung von rechts und links ein bisschen, weiß ich nicht. Ich möchte das Wort problematisch ein bisschen vermeiden, aber finde ich schon. Weil dann halt, wie gesagt, so ein komisches, klassisches Lagerdenken aufgemacht wird, was irgendwann hoffentlich mal überwunden werden kann. Damit man sich auch zusammen hinsetzen kann, ohne zu denken, aha, der ist aber von der Gegenseite, mit dem brauche ich mich gar nicht zusammen. Ich meine, das geht dir und mir ja quasi schon so, wenn wir mit Schlomo einen Stream machen, dass wir uns da teilweise vorhalten müssen, dass wir mehr oder weniger Deserteure sind und gegen unsere Sache arbeiten. So. Also es wirkt zumindest so. Wir kriegen private Nachrichten, ich sag wieder nicht von wem, aber.
Das Ding ist, ja, Moment. Graz, seid ihr eigentlich nicht so große Schwuchteln wie wegen der Leistung? Wenn die Leistung, ja, seid ihr wesentlich größere Schwuchteln. So. Was ist dein Punkt? Der Punkt ist, dass wir uns von deiner Wortwahl distanzieren müssen. Und davon, dass wir nach jedem Stream mehrere Nachrichten kriegen, indem wir uns unterstellen lassen müssen, dass wir rechtsoffen sind, weil wir mit dir reden. Ich bin auch nicht mal fucking rechts auf dem politischen Spektrum. Ach, das empfindest ja, ja, ja. du nur so. Das wissen andere besser. Nächstes Mal machen wir den politischen Kompass mit dir und dann wissen wir auf jeden Fall mehr. Oh ja, da viel sagen der politische Kompass. Moment, welcher Punkt an dir würdest du denn sagen, ist wirklich links noch? Ich denke, dass wir eine allgemeine Krankenversicherung haben sollten. Leute, die nicht arbeiten können, aufgefangen werden sollen von der Gesellschaft. Insofern mich wirtschaftlich eher links eingestellt. Rechts eingestellt bin ich in dem Sinne, dass ich halte Freiheit als ein höheres Ideal als Gerechtigkeit. Aha. Das ist auf jeden Fall ein Satz, den ich erstmal sacken lassen muss. Aber es ist wahrscheinlich dann erstmal für einen anderen Stream, können wir uns das aufheben. Vielleicht diskutieren du und ich auch mal über einfach politische unsere Einstellungen. Und gucken dann, ja, was vielleicht wäre das eine gute erste Folge gewesen, wenn man hier auch mal die Unterschiede klar macht. Und so wirkt das ja teilweise so, als wären wir drei gute Freunde, die hier einfach ein bisschen Spaß im Internet haben. Also so wie das bei mir ankommt, ist es anders? Dein Links dann auf jeden Fall nicht durchgehen. Ist halt, das, ich habe keinen politischen, puritanischen Test, den ich irgendwie Leuten unterziehe, die mit denen ich befreundet bin. Also ich kein Fick. Also ich bin mit Leuten befreundet von mich jedem Ende des politischen Spektrums. Ja, ich meine, so im persönlichen Umgang ist es ja auch nicht so, dass die politische Einstellung einem immer so ins Auge springt. Aber ja, das stimmt. Wenn es darum geht, sollte man dann natürlich auch Differenzen diskutieren können. Und das kann man natürlich nur, wenn man miteinander redet. Naja. Gut, nächster Artikel. Nächster Absatz. Ja, weiterhin. Auf jeden Fall das hier mit dem definiere böses Denken weit und gutes Denken eng. Das war eine super, super Zitat auf jeden Fall. Das gefällt mir. Spot on. Böhmermann weiß ganz genau, wovor er da warnt. Denn er kennt die einschüchternde Methode, verrühre und herrsche, aus eigener Erfahrung mit Freunden der Regierung Erdogans. Wer regierungskritisch ist, ist ein Terrorist. Donald Trump hat ebenfalls begriffen, dass es gerade im Zeitalter der sozialen Netzwerke Erfolg verspricht, zwischen Andersdenkenden nicht zu differenzieren, sondern sie zu vermengen. Es klickt halt einfach besser. Ja. Oh wow, das ist ja echt genau das, was in meinem Skript zu meinem nächsten Video steht. Mit der guten Fremdgruppe, die ein Feindbild begünstigt, wo dann die einzelnen Personen entindividualisiert werden und halt nicht mehr als wirklich Mensch wahrgenommen werden, sondern nur noch als Gruppe, die du natürlich aus einer empathischen Sicht ganz anders wahrnimmst, mit der du dann ganz andere Sachen machen kannst, wo dann ganz andere Sachen gerechtfertigt werden können als bei deinen eigenen Leuten. Ja. Irgendwie verletzen wir den Grundsatz von kein Circle Jerk, weil ja. Ah, ja, gut. Ich meine, gegen unsere Grundsätze verstoßen ist Teil der Sendung. Aber gut, ich meine, da kann aber nicht mal ich den Devil's Advocate spielen. Fällt mir jetzt auch nichts ein, was ich dazu jetzt negativ sagen soll. Ja, nee, das stimmt alles gar nicht. Der Typ kann ja weiter mit Kollega irgendwie, weiß ich nicht, Auschwitz-Besuche machen oder so. Wir können ja mal versuchen, uns in die Position der anderen hineinzuversetzen. Das haben wir damals bei Jugend debattiert immer gemacht. Natürlich. Was ist denn ein Argument für der Conquista Internet? Du hast das Gefühl, da findet was Ungerechtes statt mit diesen Fake-Accounts, dass da halt der politische Diskurs auf ungerechte Art und Weise beeinflusst wird, die sich zu einer größeren Macht machen, als sie eigentlich sind, und du willst da halt gegenwirken. Und das Erste, was du denkst, aha, lassen wir sie mal ihre eigene Medizin schmecken. Vielleicht hat das da einen pädagogischen Effekt. Vielleicht ist psychologisch wahrscheinlich, was bei denen passiert. Das Ding ist, die Prämisse ist. Also, der Großteil von dem, was sie entgegenwind bekommen, ist nicht gefaked. Ist nicht von irgendwelchen Fake-Accounts gemacht. Deswegen, sie haben die fehlende Prämisse und alles, was sie darauf auf. Scheiße. Oh,
Aber oh, da leckst du gerade wieder raus, Schlomo. Da tut mir leid, dass ich dich da unterbrechen muss. Achso, ich hatte raus, Amund. Ja. Wie, sag mal, das immer sofort, finde ich. Ja, mach ich ja. Ja, ja, sagen wir doch. Und jetzt reconnecte doch. Boah, dieser Schlomo ist ja so betrunken, das ist ja nicht wahr. Ich gesagt, dachte, Kollege ist bereits in der Salzmine. Das ist auf jeden Fall ein geistreicher Kommentar im Chat. Ja. Also, was war der Punkt, wo er rausgekartet ist? Ich weiß nicht. Ich glaube, er wollte jetzt sagen, dass wir jetzt nochmal den nächsten Absatz vorlesen. Ich meine, wo wir eher irgendwie, dass die Nigger scheiße sind und dass wir unverwärsen müssen, so nimmst du. Distanzierung auf jeden Fall. Alter, du darfst nichts mehr trinken, Mann. Und dann, übrigens, ich habe gerade gelacht, nicht weil ich das witzig fand, sondern weil ich es einfach unangemessen fand. Also ich darf auch keinen Das Ding machen. Ist, nehmt generell einfach an, wenn Bleine und ich lachen, wenn Schlomo was sagt, weil wir peinlich berührt sind, nicht weil wir es wirklich witzig finden. Gut. Na, das ist auf jeden Fall das Naheliegendste. Die Rekonquista Internetliste entlarvt so auf geradezu perfid gute Weise zwei große Gefahren, die der offenen Gesellschaft drohen. Erstens, das üble Prinzip der Guild by Association. Hier ist reich, den falschen Twitter-Accounts zu folgen. Und zweitens, die Tatsache, dass die Meinungsfreiheit nicht nur durch den Staat, sondern auch durch gesellschaftliche Dogmenkreation eingeschränkt werden kann. Wenn der Preis für eine bestimmte Position der Ausschluss aus der respektablen Gruppe ist, hier alle die Liebe statt Hass wollen, dann äußert man diese Meinung besser nicht. Also, der Artikel macht ein paar gute Absätze auf jeden Fall. Es ist nämlich Common Sense halt, ne? Also man kann halt wirklich nicht viel mehr sagen als ja. So ist es. Ja, ist Common Sense, gut formuliert auf jeden Fall. Und genau davon sollte man sich halt auf jeden Fall nicht einschüchtern lassen. Von wegen, man traut sich nicht mehr, die Meinung zu sagen. Je nachdem. Ja, aber genau das wird ja propagiert, ne? Gerade wenn du dann auf solchen Twitter-Blocklisten landest. Und ich sag mal, gerade wenn du auch so ein Content-Creator bist von unserer Größe, könnte das ja unter Umständen ziemlich treffen. Also ich meine, für Schlomo wäre es ja auch mal ganz gut, nicht unbedingt direkt nach 5 Minuten von Funke down zu strike werden. Aber ja, du lässt dich davon ja eh nicht beirren. Du gehst dann einfach auf YouTube, aber ich meine, Leute mit kleiner Reichweite können das dann schon hart treffen. Meine Güte, Alter. Du darfst echt nichts mehr trinken. Also, was ich hier noch wichtig finde, ist auch hier, man folgt den falschen Twitter-Accounts. Das fand ich echt eine merkwürdige Herangehensweise, so, weil ich folge teilweise auch Twitter-Accounts, mit denen ich nicht einer Meinung bin, so, um halt mich zu informieren aus erster Hand. So, und dann wird also richtig so eine Bubble Bildung gefördert, indem man sagt, ja, wenn du den folgst, dann ist der, also, man will doch aus seiner Bubble ausbrechen. Jeder, der irgendwie 10 Twitter-Accounts folgt, die recht sind, die sind auch auf unserer Liste und die können den gerne blocken und melden. Ist halt, also, alles, was irgendwie aus unserem Weltbild rauskommt, wollen wir jetzt unterdrücken. Das ist der Punkt. Ja. Und das gleichzeitig damit, dass man offenen Diskurs haben will, aber man darf nicht den falschen Leuten folgen. So, also mit denen darf man dann keinen Diskurs führen. Ja, so. Ja und vor allem, dass sie das propagieren, während sie uns blocken, während wir sie anschreiben für eine Diskussion mit uns, ist halt fucking lächerlich. Was machst du, Paul? Oder auch als wir mit Martin Sellner geredet haben, jeder wusste, dass irgendwann mal mein Name gedoxt wird, wenn Schlummo getrunken hat. Als wir mit Martin Sellner geredet haben, da haben auch direkt mehrere Leute sagen, ja, mit denen darfst du nicht reden. Und ich denke mir halt, ja, warum denn nicht? Ich möchte mich halt gerne direkt mit den Leuten hinsetzen, statt halt wirklich immer nur aneinander vorbeizureden und übereinander zu reden. Und was weiß ich, zum Beispiel bei dir und Raik, ihr macht irgendwie mehrere Videos übereinander und weiß ich nicht. Und dann stellt sich jeder so da, wie er möchte und jeder den anderen da, wie er möchte. Und gut, sachlich kann man jetzt auf der Seite von den einen sein oder auf der Seite von den anderen. Aber es wäre wirklich einfach interessant zu sehen, wie das im direkten Austausch stattfindet, ohne dass hier jemand irgendwie die Möglichkeit hat, was wegzulassen oder was hinzuzufügen, was gar nicht stattgefunden hat. Ich habe übrigens im Chat gerade gelesen, holt Raik anders in den Stream. Ach so, das ist eine gute Idee, da sind wir jetzt noch gar nicht drauf gekommen. Das hat uns auf jeden Fall die Augen geöffnet. Wir müssen da mal mit unserem Booker reden, dass der auch auf so kreative Ideen kommt. Raik anders in den Stream. Man ist so gehässig. Es wäre ja wohl richtig interessant, wenn er hier wäre. Ja, klar.
Aber ich meine, also. Was der in dieser der Runde Vorschlag sagen, war schon ein bisschen obvious, so, das wollte ich nur sagen. Ist nicht so, dass wir uns nicht bemühen, auch hinter den Kulissen passiert mehr, als man vielleicht mitkriegt, und wir bemühen uns wirklich, Leute auch hierher zu holen und denen akzeptable Konditionen zu bieten, aber es klappt bis jetzt noch nicht so richtig. Nee, weil Schlomo besoffen ist. Gut, nächster Artikel. Nächster Absatz. Euer Intro war so unlustig, Alter. Das nächster war Absatz. Fick dich, Alter. Wie genau und nach welchen Kriterien die Reconquista-Internetliste entstanden ist, damit will sich, wie gesagt, niemand recht schmücken. Der Datenrechercheur Luca Hammer bestätigt lediglich eine Twitter-Analyse für Böhmermanns Produktionsfirma BTF GmbH in Köln erstellt zu haben. Alle anderen Fragen möge man an dieser richten. Doch auch dort herrscht Bescheidenheit. Selbst auf wiederholte Nachfrage möchte im Team Böhmermann niemand etwas dazu sagen, wie weit die Meinungsfreiheit ihrer Meinung nach geht. Sie sind einfach zu lieb. Noch eine kleine Spitze zum Schluss und dann ist der Artikel zu Ende. Ja. Gut. Was ich auf jeden Fall gut finde, dass die Aktion auch in großen Medien wie der Zeit teilweise kritisch behandelt wird, das finde ich positiv so, und so wie der Artikel geschrieben wurde, hatte ich mir schon das ein oder andere Mal gedacht, aha, clever formuliert, genau, Nagel auf den Kopf getroffen, guter Artikel. Und ich lese selten Artikel im Streams vor, mit denen ich so übereinstimme, weil es eigentlich relativ langweilig ist. So, dann liest man das durch und denkt sich so, ach ja, trinke ich nochmal einen Jägermeister. Hast du den gerade zum ersten Mal gelesen, den Artikel? Ich nicht, nee, ich habe den schon zum zweiten Mal gelesen, sonst hätte ich das noch nicht so in meiner Radiomoderatorenstimme vorlesen können. Das hat man ja wohl gemerkt, dass das einstudiert gewesen ist. Chat, ja, schreibt mal eine 1 in den Chat, wenn ihr das gut vorgelesen fandet, und alles andere, wenn ihr schlecht vorgelesen fandet. Gut, ich glaube, in dem Punkt sind wir uns halt wirklich zu einig. Dass ich gut vorgelesen habe? Und mir fällt es wirklich auch teilweise schwer, nachzuvollziehen, mit Leuten irgendwie d'accord zu gehen, diese Reconquista-Internet-Sache wirklich glorifizieren, weil da halt nicht diese Differenzierung gemacht wird, gegen was man jetzt genau vorgehen möchte und mit welchen Mitteln man da jetzt genau wie vorgeht und wie die legitimiert werden. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, mit jemandem von der Seite aus dem Server auch zu sprechen, der mir da vielleicht genauere Einblicke liefern kann, weil irgendwie rein aus soziologischer Sicht würde mich das auf jeden Fall wahnsinnig interessieren, also jetzt unironisch. Das Lustige ist ja, dass sie würden sie direkt nachfragen. Das ist schon besoffen. Das ist ja nicht was. Also, die haben gesagt, dass die dass sie gesprächsbereit wären und jedem, der irgendwas dagegen hätte, dass diese Listen veröffentlicht werden, am Ende von diesem Video, in dem sie diese komischen Twitter-Listen da veröffentlicht haben. Und wir sehen halt nichts davon. Wir werden geblockt von den Leuten, wenn wir auch nur nach einer Diskussion fragen. Und es findet keine Diskussion statt in denen. Sie blocken es ab dem ersten Punkt, den wir bekommen. Ja, das finde ich tatsächlich zusätzlich noch added ein bisschen zu dieser perfiden Herangehensweise, dass man sich so gesprächsbereit gibt, aber es tatsächlich überhaupt nicht ist. So dass man die Gegenseite quasi immer als die bösen Trolle, die überhaupt nicht reden wollen und den Diskurs nur stören wollen, darstellen kann, ohne selbst mal auf ein Gesprächsangebot einzugehen. Ja. Im Gegenteil, Leute zu blocken dafür. Ich meine, sie haben uns geblockt dafür, dass wir ihn gefragt haben, ob er dabei sein will. Beim Stream halt über die Scheiße. Gut, war natürlich auch eine Frechheit, sich so an Jan Böhmermann zu wenden. Das macht man natürlich nicht ungestraft. Gut, wollen wir uns mal den nächsten Artikel durchlesen? Oder, weil es dir gerade auch um diese Twitter-Zusammenhänge ging, wer welchen Accounts folgt, vielleicht von dieser Datenanalyse da? Vielleicht ist die ganz interessant. Ja, okay. Und zwar hat hier einen Twitter-User, ich habe vergessen, ihn zu anonymisieren, aber ich will ihn jetzt nicht bloßstellen oder so, aber er hat hier halt eine Datenanalyse dargestellt. Und da bin ich ein bisschen reingezoomt. Und zwar ist hier Reconquista Germanica und Böhmis Trollarmee gegenübergestellt mit verschiedenen Farben.
Und die Analyse beruht auf... Oben ist übrigens ein Link, wo du dich suchen kannst. Und es ist die sogenannte Liebeskugel. Und man muss sich jetzt halt fragen, was sowas bewirkt. Weil ihr ohne Kontext die Verwendung des Hashtags Reconquista Internet quasi mit Accounts verbunden wird, zu Clustern zusammengefasst wird. Und es relativ fehlerbehaftet ist, dass dessen ist sich der Ersteller dieser Grafik beziehungsweise dieses Cluster-Diagramms, nenne ich es mal, bewusst. Er hat es jetzt trotzdem noch nicht geändert, aber ich sag mal, also der ist jetzt, hat jetzt irgendwie keine bösen Absichten oder so, aber trotzdem gibt es halt das halt so in dieser Weise und sorgt natürlich vermehrt dafür, dass, was ich heute Abend schon öfter angesprochen habe, das Lagerdenken mehr gefördert wird als entgegengewirkt. Und das Lagerdenken wird halt so krass gefördert, mit dieser fehlerhaften Datenanalyse, da sieht man mal, wie schnell man sich da verrennen kann, dass unter anderem Susie Grime, unsere liebste Feministin und Modebloggerin, als Teil von Reconquista Germanica dargestellt wird. Also herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Gute Analyse. Ja. So. Scheint nicht ganz so gut zu laufen mit dem Tool. Also ich glaube nicht, dass Susie sich da unbedingt zu Hause fühlt. Was ich an anderer Stelle auch relativ kritisch zu finde, ist, dass gesagt wurde, ja, bla bla bla, der und der wurde auch bei Reconquista eingeordnet. Tja, falsche Freunde. Und mit diesen tja, falsche Freunde, das wurde irgendwie in diesem Twitter-Post auch geschrieben, kategorisiert man halt in richtig und falsch, also Freunde in richtig und falsch, je nachdem, wo sie halt auf diesem Diagramm eingeordnet sind. Was ich persönlich schon für relativ fragwürdig finde, und auch wirklich einen offenen Diskurs entgegensteht. Wenn man jetzt anhand von so einem Algorithmus festlegt, wer sind die Richtigen und wer sind die Falschen und wer gehört welchem Lager an. Da steht das, tja, falsche Freunde. Es ist halt 100% tribalistisch halt. Ne? Im Sinne von, ich guck mal jetzt, wenn du mit irgendwem von denen irgendwie Kontakt hast, dann bist du auch einer von den Bösen. Ja, aber es zeigt halt diese, also, dass diese simplifizierte Denkweise einfach so schnell zu was Falschem führen kann und dann aufgrund dessen fällt man trotzdem Urteile und denkt sich so, ja, mit denen muss ich jetzt nicht mehr reden. Ich meine, Susie Grime ist ja relativ prominent, so wahrscheinlich, der kauft man das jetzt noch ab, dass die auf keinen Fall dazu gehört. Aber jemand, der jetzt nicht so viel Reichweite hat, kann sich nicht so schnell rechtfertigen und wird dann einfach so richtig ungerechtfertigt in einen Topf geworfen. Aber ich meine, dass Differenzierung jetzt nicht die größte Stärke sowohl der Dokumentation als auch des Reconquista Internet Movements ist, hat man ja in den letzten Tagen leider gesehen. Auch, wie gesagt, der Aufhänger ist ja immer noch Imp und Dorian teilweise. So, ja, das ist ja, das scheint den Leuten eigentlich egal zu sein. So. Übrigens, wisst ihr fucking, warum die beiden ausgewählt haben? Weil sie ihre Gesichter zeigen. Weil sie in der in diesem Fall sie ihre Leben ruinieren könnten. Weil, ja, das halte ich für eine Unterstellung. So. Fuck off. Warum, das warum war der Grund. Sie wollten abschrecken davor, Kritik an ihnen zu üben. Sie wollten Leute in die Öffentlichkeit zehren und demütigen und ihr weiteres Leben zerstören. Das ist der Punkt der gesamten Geschichte. Also erstmal halte ich das für eine Unterstellung, aber davon ausgehend, dass du jetzt vielleicht recht hast, hat das ja dann super geklappt, wenn einfach wirklich jeder und sein Onkel ein Video gegen diese Doku gemacht hat. Ja, sie sind inkompetent, aber das war der Punkt dabei. Kann ich jetzt so nicht unterschreiben. Warum haben sie mich nicht genommen? Warum haben sie dich nicht genommen? Warum haben sie nicht irgendeinen anderen Huso genommen? Sie haben die beiden genommen, weil sie die Fressen da haben konnten. Und anhand von den Fressen waren sie erkennbar und sie wollten anhand von dem abschrecken. Das war der Punkt. Ja, aber ich meine, du wärst auch anhand von deinem Avatar erkennbar und ich wäre anhand von meiner Maske erkennbar. Davon abgesehen, dass ich... Okay, wenn du einkaufen gehst, trägst du die fucking Maske? Nee. Das ist halt der Punkt. Sie wollen diese Art von Verantwortung, dass wir auf die Straße gehen, die Leute wissen, dass wir die Leute sind, die das und das gesagt haben. Ja, aber ganz ehrlich, bei mir habe ich da auch nicht so die Probleme mit. Bei dir kann ich das schon besser nachvollziehen, wenn es ein Problem wird. Weil dieser Anwaltsbesuch, der steht natürlich auch wirklich im Raum. Also du hast da schon... Sie machen das zu einem Problem. Sie stellen einen dar wie Neonazis. Einfach nur, um abzuschrecken. Ja gut, aber du hättest jetzt auch von anderer Seite Probleme, sag ich mal so, oder nicht?
Klar, aber... Also wenn jetzt Leute wissen würden... Der Grund, aus dem sie die beiden reingenommen haben, war, weil sie ihr Gesichter zeigen und weil sie sich herumzeigen konnten und anhand dessen halt sowohl von Mossis als auch Antifa eine Bedrohungsatmosphäre aufzubauen. Das war der Punkt. Das war der einzige Grund, aus dem sie die beiden zu dem Fokus von der Gesamtschleife gemacht haben. Also ich halte das so ein Stück weit auf jeden Fall für reine Spekulation. Würdest du dich denn nochmal, du würdest dich jetzt doch auch nicht nochmal mit denen hinsetzen, oder? Auch wenn du maskiert wer würde sein, das denn machen, was? Ehrlich gesagt? Also zumindest ja, nicht, was stimmt, zusammengeschnitten kommt, werden kann. So. Ja, das kommt noch hinzu. Da hat so ein bisschen so ein Vertrauensbruch stattgefunden. Wenn man jetzt sich zu denen setzt, muss man immer im Hinterkopf haben, oh nein, was haben wir mit Imp und Dorian gemacht? Ich meine, ich habe mir nicht schon nicht vertraut, als damals die Geschichten mal stand, nur ohne Nikab, der... Na, fuck. Bin ich wieder da? Hallo? Ja, du bist ja wieder da. Achso, ich meinte, der Vertrauensbruch war bei mir schon irgendwie da, als sie darauf bestanden, dass ich ohne Verschleierung da antanze halt. Bei der Geschichte noch mit Doc und so weiter. Hm. Ich weiß, Entschuldige, bei der Hass-Therapie damals. Ja. Genau. Sie wollen mit deinem Leben ficken. Das ist, was sie wollen. Das ist der einzige klingt Punkt. Klingt ja das so krass. Wenn du das so ausdrückst, dann klingt das auch so ein bisschen feindbildmalerisch. So, oh nein, die wollen mit deinem Leben ficken. Das klingt ein bisschen... Ja, aber das wollen sie straight up. Das wollen sie straight up. Das klingt ein bisschen zu militant. Ich glaube eher, das sind Leute, die politisch rechte Leute als ziemlich kritisch sehen und dann schnell alles in diese Ecke schieben, ja, weil die da und, ein bisschen Angst okay. Was war der Punkt dabei? Die Fressen von Imp und Dorian in die ins öffentlich-rechtliche Fernsehen zu zerren und sie in demselben Kontext von Nazis wirklich Neonazis zu stellen. Was war der Punkt? Vielleicht, weil wenn du das Gesicht von Leuten siehst, Empathie und Emotionen anders vermittelt bekommst und weil das nicht ganz so befremdlich auf den durchschnittlichen Zuschauer. Nein. Wird. Sie wollten mit ihrem Leben ficken. Ganz ehrlich, das ist auf jeden Fall was, was ich so nicht unterschreiben kann. Agree Chat, to disagree? Eine oder? Eins, wenn sie... Ich will den Chat fragen. Eine Eins, wenn sie mit dem Leben ficken wollen, eine Zwei, bin nicht. Ich habe auf jeden Fall schon gelesen, so, Bleido, angepasst erstens, sein des Kameramanns Job, halte ich mal zurück. So. Erstens Abschreckung, zweitens Rache. Das waren die beiden Punkte, um denen da ging. Aber über die Motive was zu sagen, ist doch echt so ein bisschen, man steckt ja nicht drin, klar kannst du das vermuten und es gibt vielleicht auch Indizien, die dich berechtigterweise zu dieser Vermutung führen, aber man will jetzt da nicht... Es gibt tatsächlich ganz viele Einsen im Chat, also die Leute sind sich auf jeden Fall eher einig, dass Schlomo da wahrscheinlich eine richtige Vermutung hat. Ich stehe dem Ganzen trotzdem kritisch gegenüber. So. Ich würde aber gerne trotzdem, genau aus diesem Grund würde ich auch gerne direkt mit den Leuten reden und sie halt fragen, was ihr Beweggrund dafür war. Ich kann es mir halt nicht erklären, aber ich möchte auch da nicht irgendwie in Spekulation verfallen, ganz einfach. Wir sind extra irgendwie in den Salzminister-Server gegangen, können wir irgendwie einen Hurensohn reinziehen hier? Um das irgendwie ihr könnt irgendeinen reinziehen, ja. So, wer also will wenn, denn in den, also, bis wer, 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 wenn Wenn irgendein Hurensohn noch irgendwie kommt ins Zigarren und Whisky und dann... Vor allem, wenn ihr was gegen die Sachen, die wir gesagt haben, zu sagen habt, kommt hier ran. Das wäre gut. Vielleicht ist deine Ansprache... Meister, finde ich jetzt Leute extrem abgeschreckt, weil du ihre Mütter beleidigt hast und den Berufsstand assumed hast. Man weiß es nicht. Kann man dann eben einfach 90 Minuten lang nett sein? Geht das? Definiere nett, so, ne? Und ich bin menschlich enttäuscht von eurem Besoffenheitslevel. Ich bin betrunken, Mann. Ich habe mich nur im Griff im Gegensatz zu dir. Ich trinke alkoholfreien Jägermeister, ich kann da auch nichts für. Was? Du trinkst alkoholfreien Jägermeister? Ja, für den Geschmack. Okay. Haben wir noch einen Artikel? Ja, das ist ein Blog. Das ist ein Blog-Eintrag von Übermedien. Ich denke mal, das geht ungefähr in die gleiche Richtung, aber wir können ja mal anfangen zu lesen auf jeden Fall. Hat einer von euch einen Blick auf den Discord-Server? Weil wenn ich ja lese und so, dann habe ich da sehe ich nicht, ob ich da ranziehen kann. Ja? Ich kann darauf gucken.
Jan Böhmermann, der Nazi-Jäger im Schutzmantel der Satire. Auf jeden Fall relativ reißerische Überschrift, aber das Thema bietet ja auch ziemlich viel Geladenheit. Von daher lese ich einfach mal den ersten Absatz. Nun sind alle Hitler. Die AfD ist Hitler, Rechtspopulisten sind Hitler, rechtsextreme Trolle sind sowieso Hitler. Und Jan Böhmermann und seine Anhänger, die gegen sie kämpfen, sind auch Hitler. Der Nazi-Vergleich, mit dem man sich früher in politischen Debatten disqualifizierte, er ist zum Standardvorwurf geworden. Hm. Hat man sich irgendwann mal mit dem Nazi-Vorwurf disqualifiziert? Das ist doch immer cool. Nein, stimmt schon. Wir werden jetzt auch von Blogs und so teilweise als rechtsextrem eingeordnet. Da auch in letzter Zeit wieder. Und ich habe dann versucht. An diese Blogs, die sowas schreiben, ihr könnt gerne in die Salzmine kommen oder auch anders mit uns reden. Und ihr könnt uns gerne mal Inhalte zeigen von Bleile und mir, die super rechtsextrem sind, nur weil wir hier irgendwie im Internet unsere Meinung verbreiten, die vielleicht nicht ganz eurer entspricht. Heißt das nicht, dass wir gleichzeitig auf dem anderen Ende des politischen Spektrums sind? Guckt euch zum Beispiel mal Videos an, die Genozid am Deutschen... Entschuldige. Ihr seid gerade in einem Amstu mit so einem richtigen Neonazi-Motherfucker. Also, sehe ich nicht wirklich... Association, ja? Das färbt echt schon mehr ab, als man vielleicht denkt. So. Leute hassen dich, Schlomo, und die fragen dann Leile und mich, warum macht ihr mit denen einen Stream? Aber genau darum geht's doch auch. Dass das unterschiedliche Ansichten vielleicht mal zusammen einen Stream machen, genau, das geht irgendwie nicht. Ne? Das wird auch immer so vermischt. So, ja, ihr seid die drei Hosts der Sendung, dann sind eure Meinungen immer die gleichen. Das könnte man ja bei diesem Martin-Sellner-Stream, haben auch Leute gesagt, du hast so wenig Widerspruch gegeben. Aber da könnte man ja auch sagen, wieso, Kameramann hat doch Schlomos Meinung vertreten. So. Also keine Ahnung. Du hast dir gestern irgendwie aus Prinzip dagegen argumentiert, egal was du gesagt hast. Das ist mein Ding. Wir haben übrigens Louis Tegel, der gerne in den Stream möchte. Der hat damals, glaube ich, das Interview geführt mit Raik Anders. Okay. Ist, glaube ich, eher konservativ einzuordnen. Der ist in der Kantine, jetzt ist er in der Grube. Du kannst ihn hier reinziehen, wenn du mal technisch hinkriegst. Was ist denn unser? Louis Tegel. Louis Tegel, da ist er. Hallo Louis Tegel, was wolltest du denn sagen? Hallo, ich muss kurz den Stream noch stumm schalten. Also weißt du, das kannst du auch machen, bevor du in den Wallstatt gehst, raus wieder mit dir. War nicht angekündigt, aber jetzt bin ich da, hallo. Okay. Also wir haben einen rechtsradikalen Troll hier gerade. Ach, du ja, so radikal ist. Nein, naja, aber hallo erstmal. Also du hast mit Raik Anders mal geredet, ein Privileg. Tatsache, um das mal so kurz aufzulegen, das hatte der Imp ja verwendet, auch in einem Kuchen-TV-Video. Das könnt ihr euch auch alle meinetwegen angucken. 40 Minuten ungeschnitten. Also ich habe Raik nicht aus dem Kontext geschnitten, wie er das vielleicht mit anderen Leuten, die nicht seiner politischen Meinung sind, getan hat. Wir haben natürlich eine Fahrt auf uns genommen, aber Raik hatte eine Vorlesung gehalten und da waren nur alte Menschen und irgendwelche Antifas. Ja, und dann sind wir dann da abends rein nach der Vorlesung und haben Raiki mal gefragt, ob der nicht ein paar rechten Trollen mal ein Interview geben will. Und der war erstmal so, ja, okay, aber komm, lass hochgehen. Ja, und dann hat er so weit irgendwann unsere Standpunkte kopiert. Natürlich, er hat seinen Funkstandpunkt nicht abgelegt, aber der hat halt dann auf einmal Sachen rausgehauen wie die schlimmsten Hurensöhne kommen mit den Flüchtlingen hier rein und all so ein Zeug, was er wahrscheinlich bei seinem YouTube-Kanal nie gesagt hätte. Und ja, was man da schon mal festhalten kann, ist, dass es ja positiv ist, dass Raik mit jemandem wie dir und oder deinen Kumpels redet, so sage ich mal. Das zeigt ja schon eine gewisse Gesprächsbereitschaft auf jeden Fall. Wussten die damals, wer du bist? Also wussten die, kannte er deinen YouTube-Kanal oder wusste er, aus welcher Ecke du kommst, so politisch? Also ich bin mit einem Identitären aus Bochum dorthin und wir haben uns vorgestellt als konservative Leute und ich hatte klar zu erkennen ein Make America Great Again T-Shirt an. Also das sollte wohl ersichtlich gewesen sein. Ja, gut, das trägt man ja nur ironisch. Nein, natürlich trägt man das in einer gewissen Hinsicht trägt man das ironisch, aber in einer gewissen Hinsicht auch wiederum nicht, ja.
ich trage das zum Triggern und ja, trotzdem. Warum schreiben mich gerade die ganzen Leute an, dass ich TTA reinholen? Ich kann das nicht. Ja, nee, das machen wir auch heute nicht. Also, das aber ist auch gut. Anders, da steht auch bei Gästeliste. Ich glaube, das ist mittlerweile okay, ist das ein Meme, das wir TTA ändern sollen. Ich werde auf jeden Fall auch irgendwie so ein, wo ich so viel Showstream machen mit TTA. Naja, also, ich würde sagen, alle vier Streams vielleicht. Ich habe gesagt, ich einmal sagen, im Monat. Das ist unser erster Shitstorm-Stream, oder? Shitshow. Ja, also du bist auf jeden Fall politisch auf jeden Fall deutlich an einem anderen Lager angesiedelt als Raik Anders und er hat sich trotzdem dir hingesetzt. Das ist doch eigentlich genau das, was wir hier erreichen wollen. Also hast du es scheinbar geschafft, Louis. Hast du da irgendwelche Tipps für uns, wie wir an Raik rankommen können? Nein, also wir sind einfach zu so einer Vorlesung von ihm gegangen, haben uns klar zu erkennen gegeben und sind dann natürlich auch mit Gesicht aufgetreten, also ohne irgendwelche Fake-Accounts oder was weiß ich. Ja. Im echten Leben mit Gesicht auftreten. Ja, ich habe keine Bleilo-Maske hier rumfliegen. Das schick mir schlecht. Dir zu, wenn du möchtest. Nee, aber Tatsache, wir sind dann da halt hingegangen und haben einfach drum gebeten und ob er nicht mit uns reden will. Wir haben einiges an Kritik. Das war noch sein Buch, das heißt Eure Dummheit kotzt mich an. Und da hatten wir einiges an Kritikpunkten aufgeschrieben. Und dann haben wir ihn natürlich dem Gespräch gestellt. Das ging dann über 40 Minuten und danach wollte Raik mit uns noch Fischpizza essen. Aber dann, ja, mussten wir auch schon los. Ja, aber ich meine, ich finde das ja eigentlich erstmal cool. So, ich meine, er stellt sich da voll den Diskurs. Wie viele Leute wart ihr? Er war ja offensichtlich alleine. Nur mein Kollege und ich. Also, wir waren zu zweit. Aber wir hatten ja, also, es war nicht angekündigt und hat ihn quasi so überfallen und er war trotzdem bereit, da mit euch zu reden. So. Ach ja, ja, könnte man so sagen. Das habe ich dir mal erstmal hoch angerechnet. Die Sache ist, das, was dahinter lag, war halt die. Also, er hat halt irgendwie unsere Standpunkte übernommen. Er wusste, dass er aufgezeichnet wird, aber er wusste wohl nicht, dass das Wellen schlagen könnte, wenn diese Aufnahmen irgendwie ans Tageslicht kommen, weil er hat ja schon ziemlich krasse Sachen gesagt. Imp hat ja in seinem Beitrag bei KuchenTV auch gemeint, dass er so ein bisschen wendehalsmäßig rüberkam, also ich will ihn das nicht unterstellen, weil ich kenne ihn überhaupt nicht, aber hat ja, so ein bisschen das Gefühl... Es waren auf jeden Fall schon andere Positionen, die vertreten da, ne? Ich habe das selber gar nicht gesehen, ich habe nur den Ausschnitt von Imp gesehen. Also er hat sich auf jeden Fall flüchtlingskritischer geäußert, als es... Und Louis, ich kenne fürs Protokoll, ich kenne dich tatsächlich oder deinen Inhalt auch überhaupt nicht. Also tut mir leid, wenn jetzt irgendwer wieder sagt, ich bin zu unkritisch mit dir, ich weiß leider gar nichts. Nee, da muss man auch, und das sage ich auch, da muss man klar differenzieren. Wir haben alle hier andere politische Meinungen und ich stehe deutlich im Abseits jetzt hier von den ganzen Leuten, die hier drin sind und bin auch dahingehend konservativer und auch rechter. Ja, das ist ja klar. Ich ordne mich eher so dieser Alt-Right zu, diesem Alternativrechten und ihr seid ja, also man will euch ja nicht so nennen, aber Skeptiker und letztendlich. Im Grunde genommen eigentlich klassische Liberale eigentlich, wahrscheinlich das zu gut, wenn du jetzt, also Alt-Right bist, dann würde ich dich gerne fragen, ob du vielleicht einen anderen Blickwinkel zum Beispiel auf diese Reconquista Germanica-Sache hast. Wie stehst du denn zu dieser Sache? Stehst du dem kritisch gegenüber oder ist das für dich also ein bisschen, ich war jetzt, ihr kennt mich scheinbar gar nicht so gut. Nee, gar nicht tatsächlich, tut mir leid. Ich war seit September, jetzt seit kurzem bin ich dort ausgestiegen, könnte man sagen, beziehungsweise habe die Reconquista Germanica auch offiziell verlassen. Ich war eine lange Zeit sogar mitunter in diesem Admin-Team oder im Organisationsteam der Reconquista Germanica, vor allem in der Zeit des Wahlkampfs und wurde so gut wie in jedem ARD oder ja, Faktenfinder und was weiß ich, Artikel da genannt. Und wie ich zu Reconquista Germanica stehe, das ist immer noch durchaus positiv. Und ja, man kann sagen, die verfälschen den Diskurs und was weiß ich, die Sache ist, es ging darum, diese linken Bubbles zu erreichen, ja, und da halt einen ordentlichen Trigger-Alarm zu erlösen. Wir haben vor allem gezielt auch Journalisten auf Twitter und so halt rausgepickt, die dann natürlich sofort auf das Stöckchen angesprungen sind und uns quasi, und zu dem Zeitpunkt waren wir nicht viele oder so, halt den ordentlichen Push mitgegeben haben. Das war halt recht lustig, wie die alle drauf angesprungen sind. Wenn es irgendwie dir 100 Fake-Accounts machst und irgendwie Sachen downvote, das ist halt schon richtig dreckig so, ne? Also Tatsache muss ich sagen, ich habe keine Fake-Accounts. Die Sache ist, klar wurde dazu irgendwo aufgerufen. Die Sache ist... Aber ihr habt auch eine Anleitung erstellt, oder? Es gab solche Fake-Accounts, die gab's. Es gab Anleitungen. Das ist korrekt dargestellt in der Doku.
Richtig, es gab Anleitungen zum Erstellen der Fake-Accounts, dieses dieses Heftchen da, dieses für Medienguerillas, das wurde ja auf dem Infokrieg-Server heißt der geteilt, und man muss sich da auch ein bisschen in dieser Position sehen, dass man da so einem Infokrieg sich gegenübersteht. Also die Linken haben ja solche Shitstorms seit aber Jahren ihr habt da zum gegen Beispiel politische auch, Rechte verwendet. Ihr habt da zum Beispiel auch Sally so auf dem Kieker gehabt, und nur weil der halt eine Auseinandersetzung mit Darkside of Keck hatte. Also das fand ich schon ziemlich schwach, muss ich sagen, ganz ehrlich. Das mit Sally, also wir hatten zu dem Zeitpunkt, waren das eher so die Wahlkampfspots, und dann kam uns das halt so ein bisschen spaßeshalber in den Sinn, mal den Sally zu trollen. Ja, ich meine, für euch war das vielleicht Spaß, aber ich meine, man kann sich ja denken, auf der empfangenden Seite ist das vielleicht nicht so lustig. Also was war das Ziel davon? Also zum Beispiel, wenn ihr Sally getrollt habt, was wollt ihr erreichen? Das ist jetzt eine Sache zwischen Darkseid und Cake und Sally gewesen. Ich habe dahingehend auch nichts angeordnet, den Sally zu trollen. Was da jetzt hinter das Ziel war, das kann ich so nicht sagen oder wiedergeben. Ich habe das jetzt, also den Sally getrollt habe ich sogar nie. Sally hatte mal mit mir so ein, das war beim Friedrich von Osterhall im Discord, da hatten wir geschrieben, und da hatte der gefragt, was wir damit erreichen wollten. Da, der hatte sogar gefragt, ob er von meiner Nachricht einen Screenshot machen kann, weil ich wusste jetzt nicht direkt, inwiefern wir das Sally getrollt haben oder nicht. Es kam dann doch raus, dass wir das dann gemacht hatten. Nur ich wusste davon nichts. Also mit Sally, das weiß ich so genau auch nicht. Also auf Einzelfall kann ich nicht sagen, wer, warum, weshalb getrollt wurde. Der Punkt, der war, also in meiner Sicht, war zumindest bei Sally, wirklich ihn halt psychologisch fertig zu machen. Also so hat es auf jeden Fall auf mich gewirkt. Der Punkt war, ihn unter Druck zu setzen und halt psychologisch fehl zu machen. Also ja, man hat das so ein bisschen gemerkt. Bei besten Willen, vielleicht ganz kurz. Entschuldige, ja. Also dieses so unter Druck setzen oder fertig machen, das ist ja auch das, was Imp erwähnt hatte, dieses, dass man Leute psychisch fertig machen will, das ist komplett falsch. Also wir wollten niemanden dahingehend angreifen und ihn psychisch fertig machen oder platt machen oder weiß ich nicht. Das ist halt eher wie so eine wie so ein Sturm der Wut, könnte man sagen, über diesen Nihilismus, über so einen Selbsthass auch, ja, und dass der sich dann auch via Fake-Accounts und was weiß ich entlädt, das sind dann natürlich Sachen, die Mitglieder gemacht haben. Ich habe dahingehend sogar selber nie eine Anleitung oder so gepostet oder keine Fake-Accounts angelegt, das muss ich dazu auch immer sagen. Aber du hast ja eben gesagt, dass du gut dazu stehst, zu der Bewegung, also auch wenn du es nicht persönlich gemacht hast. Zu der Bewegung Reconquista Germanica, ja, richtig, Ich schätze den Nikolai Alexander sehr, der ja auch sehr gute Beiträge in der Vergangenheit erstellt hat und auch noch erstellt. Da gibt es jetzt seinen BitChute-Kanal, und ja, zu der Bewegung an sich stehe ich gut, weil die halt eben sich nicht nur auf Internetaktivismus beschränkt. Ihr seht, er geht immer als so eine Online-Trollarmee. Die Sache ist, da finden ja auch reale Treffen statt und man lernt sich kennen, trinkt vielleicht ein Bierchen zusammen und bespricht halt aber reale Sachen. Wenn du jetzt sagst, das Ziel von euch nicht war, irgendwen fertig zu machen, tut dir das dann irgendwie leid, wenn das so bei den Leuten ankam oder wenn sie sich dadurch irgendwie schlecht gelaunt waren oder vielleicht die das sogar traurig gemacht haben oder so? Es ist effektiv passiert. Also die Aktionen, die ihr gemacht habt, haben Leute fertig gemacht. Also und sie waren halt illegitim, die Masse, dass es waren nicht wirklich Leute, die Leute da geholt haben, sondern es waren Fake-Accounts zum großen Teil. Meinst du, sie sind dann einfach zu weich fürs Internet oder tut dir das dann schon ein bisschen leid? Also dahingehend, ich wurde ja quasi, das rechtfertigt jetzt nicht das andere, aber ich wurde zum Beispiel auch von Steuergeld getrollt und ich habe ja auch hunderte Dislikes in dieser Funk-Doku bekommen, aber das rechtfertigt jetzt nicht das andere. Nur was jetzt, also wenn es bei Sally so ankam, wenn er das jetzt hören sollte, ich habe das zwar persönlich nicht angeordnet oder so, die Sache ist, ich kann da jetzt nicht den weißen Ritter für die spielen. Die Sache ist, von mir aus wäre das nicht so gewesen, ja. Also, ich weiß, das ist mit Entschuldigung haben wir schlechte Erfahrungen gemacht auf dem Stream, aber ich würde keine Entschuldigung aussprechen, weil ich würde es nicht machen. Dann natürlich nichts zu tun. Hier, wegen Sully. Ich glaube, der Darkseid of Cake ist da, falls ihr den reinziehen wollt, weil der hatte den Konflikt mit Sully. Also, wir wollten die Sendung tatsächlich nur noch 10 Minuten machen. Vielleicht machen wir es ein anderes Mal, aber. Okay. Wir haben dich tatsächlich auch nicht. Ich wusste gar nicht, dass du irgendwie da bei Reconquista Germanica bist. Ich dachte, weil du Informationen zu Raik Anders hast, weil du den privat mal getroffen hast. Das war jetzt der Hauptgrund. Wir sind ein bisschen vom Thema abgeschweift. Was auch nicht schlimm ist.
Alles in Ordnung. Wie gesagt, ich zum Beispiel stehe immer offen für einen Dialog und der sollte halt auch dann, meinetwegen kann er natürlich vulgär sein, aber natürlich immer auf einer sachlichen Ebene sein und dann geht das alles in Ordnung. Sofern man da halt sich nicht gegenseitig blockt, auf Blocklisten packt und solche Sachen. Ich meine, hätte Reiki gewusst, zu dem Zeitpunkt, wir haben uns jetzt nicht als Reconquista Germanica Leute zu erkennen gegeben, sondern als Konservative, als Patrioten, ja, er wusste jetzt nicht, ach, die kommen vom Reconquista Germanica Server, der hat gesehen, das sind Rechte, ja, und wir haben den halt interviewt und so und ich weiß nicht, ob der wusste, dass wir von Reconquista Germanica sind, weil wir waren ihm ja mit dieser Doku quasi einen Schritt voraus, ja, dass wir dieses Interview geführt haben. Das Ding ist, ihr habt halt wirklich in der gewissen Weise manipulativ in den Diskurs Sachen organisiert und so. Da gibt es überhaupt keinen Fick. Also, das ist dir vollkommen klar sogar, dass wir, dass irgendwie Sachen von Parteien, da wurde es irgendwie organisiert mit hunderten Fake-Accounts. Ist das nicht, Moment, ist das nicht im Prinzip das Gegenstück zu der AfD-Blockliste, wenn ihr so eine Liste habt, wo ihr AfD-Accounts gezielt pusht, ist das nicht genau das Gegenstück dazu dann? Wir haben keine gezielten Push-Listen und so. Wir fertigen auch gar keine irgendwelche Listen oder so ein Blödsinn an. Das, was wir Tatsache gemacht haben, war zur Zeit des Wahlkampfes solche gezielt solche Wahlkampf-Kampagnen-Videos rauszusuchen. Natürlich haben wir diese mit konstruktiver Kritik auch überschüttet, ja. und letztendlich unsere Kritikpunkte an diesen Sachen auch klar gemacht und das, dass sich in der Politik die letzten Jahre und egal welche Farbe die Führung hatte, sich nichts geändert hat, ja, das sollte man feststellen. Und wenn jetzt ein Bürger der Bundesrepublik auf so einen Wahlwerbespot geht, so zwei Tage vor der Wahl und sich denkt, jetzt bilde ich mir mal meine Meinung und gucke mir mal die Spots an und sieht, die meisten Spots haben schon mal eine relativ große Downvote-Zahl, dann werden die sich auch anstrengen, halt, darüber nachzudenken, klar, als wenn das jetzt. Aber es ist halt illegitim. Die Leute, die das downvoted haben, existieren nicht. Es war halt von Leuten downvoted, die sich verschiedene Fake-Accounts gemacht haben und dann halt in diesen, die Sachen downvoted haben. Die Sachen downvoted haben, also im Sinne, die Leute, ihr erschafft ein falsches Bild der Wirklichkeit. Die Frage ist, ist das ein falsches Bild der Wirklichkeit? Weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, wenn sich alle Leute, die beim allerersten Pegida-Geburtstag dort auf der Straße waren, einen Account anlegen würden, dann hätte so ein Video, so ein Wahlwerbespot 30.000 bis 45.000 Dislikes. Aber es ist niemand, also es kommt nur darauf an, ob jemand dahinter ist wirklich, ob ein wirklicher Mensch dahinter steht, dass ich sage, ich mag dieses Video nicht, oder ob ist halt wirklich gefaked ist. Ihr könnt es irgendwie im Namen von anderen Leuten, die halt nicht die Muße haben, sich das Wort zu erklären, die Scheiße down zu voten, könnt ihr euch nicht irgendwie als deren Repräsentanten erklären und dann sagen, wir faken jetzt einfach irgendwelche Accounts und dann voten die Scheiße down. Also letztendlich, ich sehe das so als gerechtfertigtes Mittel im Wahlkampf, weil im Wahlkampf, da wird viel, also die Sache ist, vergleich das mal. Leute, die sich zwei, drei oder meinetwegen andere Leute haben sich sogar 100 Accounts oder so angelegt, die dann Videos downvoten gegenüber den beispielsweise mal AfDler, der in Dortmund von einem Auto umgefahren wurde, als der dann ein Wahlplakat aufgehangen hat. Ja. Wo wir gerade übrigens bei Downvoten sind und so. Ich habe gerade Informationen aus dem Reconquista Internet Server erhalten, dass die KuchenTVs Video downvoten wollen. Viel Spaß dabei auf jeden Fall. Richtig nice. Das ist. Ich meine, findest du das nicht irgendwie ein Stück weit auch? Aber du siehst schon die Parallelen zu euch und Reconquista Internet, dass ihr im Prinzip das Gleiche macht, nur an unterschiedlichen Ende vom Spektrum, oder? Nein, das stimmt eben nicht. Nein. Also als allererstes, okay. Wir haben niemals gedoxt und werden das auch nicht machen, weil dieses Doxing-Scheiß, das kann man sich komplett abschmieren. Das ist mitunter eines der ekligsten Sachen, die man sich vorstellen kann. Dann gibt es halt diese komischen, als allererstes, wir haben den Anspruch, überhaupt erstmal sogar eine reale Bewegung zu sein. Ihr habt zum Bild von Reconquista Germanica, das ist nur diese Discord-Truppe da und was weiß ich. Es finden regelmäßige Heeresgruppentreffen bei uns statt, wo sich die Leute in ihren Bundesländern treffen und so. Und das ist halt. Dass ihr euch real trefft, macht die Sache ja nicht besser. Also ich finde ehrlich gesagt, so ein bisschen wie Martin Sellner über Reik gesagt hat, dass er ein useful Idiot für sie ist, seid ihr so ein bisschen useful Idiots für die Gegenseite, weil man leicht auf euch zeigen kann und
damit schnell mobilisieren kann gegen so ein einfaches Feindbild. So. Also dadurch, dass ihr so unsachlich seid, wird das schon ziemlich begünstigt, dass die Gegenseite in Anführungsstrichen ebenfalls unsachlich ist. Und vor allem die Taktiken, die ihr wirklich verwendet. Ja, genau, das ist also wir sind alles andere als unsachlich. Sachliche Beiträge gibt es in erster Form auf Blogs. Es wurde ein Magazin gegründet, das Akadi-Magazin. Der Sapere Aude-Blog, das ist ein sehr intellektueller YouTube-Blog, wo es über viele Inhalte geht, der auch auf unserer Seite steht. Die haben letztens auch mit Dark Side of Cake zusammen dann ein Video über die ganze Sache hochgeladen, sehr intellektuell aufbereitet. Und Unsachlichkeit kann man uns nicht vorwerfen, wenn wir uns quasi mit den Themen der Gegner auseinandersetzen. Die Taktiken sind ein Punkt. Also es gibt einen Taktiken. Ja, die Sache ist, was haben wir denn noch für andere Mittel? Du musst dich mal in die Lage eines Menschen hineinversetzen, der meinetwegen im Ruhrgebiet oder in Frankfurt lebt, ja, und jeden Tag sieht, wie dieses Land Stück für Stück verkommt, ja, und dann sieht er auch noch im Internet, wird quasi massiv mobil gemacht für Bundestagswahl, und sieht, ach, da gibt es Leute, die machen Werbung für die AfD, da kann ich mich jetzt anschließen, und letztendlich hast du keine andere Wahl, als mal ein Video down zu voten, wenn es darum geht, mal im Internet ein bisschen Stimmung zu machen. Das sind Internet-Flash-Mobs. Also der Zweck halt aktuell auch, oder was? Nicht immer, aber in manchen Situationen. Ich weiß nicht, also der Stream... Vielleicht kann man auch bei Jan Böhmermann sagen. So. Der Stream neigt sich langsam in Ende zu. Wir haben jetzt noch ein relativ großes Fass aufgemacht. Ludwig, ich will dir jetzt auch nicht Unrecht tun. Wir kommen jetzt auf jeden Fall nicht zueinander. Lass nochmal die Patrons kurz ein. Ja, bin ich das nochmal. So, irgendwann, also denke, dass du hier warst auf jeden Fall. Ist natürlich auch so ein Ticken unfair, wenn wir irgendwie direkt einen Einnahmen hier. Aber vielleicht können wir es in Zukunft nochmal diskutieren in einem separaten Stream, wollte ich nur sagen. So, ich will da. Genau, das wäre halt wirklich wie bei Selena oder Pixel haben, dass einer wirklich gegenseitig argumentiert und die anderen halt nur versorgen des Fairs. Ich hoffe, gut. Du hast dich jetzt nicht zu unrecht behandelt gefühlt, Louis, aber wir stehen, also wir wussten nicht, dass du vorbeikommst und stehen den ganzen vom Grund auf, wie du richtig gemerkt hast, auf jeden Fall eher kritisch gegenüber. Ja, ist ja. Trotzdem danke, dass du kurz vorbeigeguckt hast. Vielleicht kriegen wir das dann anders nochmal ein bisschen ausführlicher hin. Ich höre auch gerade im Chat, dass es jetzt erst interessant wird, nachdem wir betrunken vor uns hingeschwafelt haben. was soll ich sagen? Wer von euch will das Schlusswort machen? Ich finde, okay, Louis sollte auf jeden Fall noch was sagen dürfen, bevor wir uns verabschieden. Falls du irgendwas noch gerade rücken willst oder in einem nüchternen Zustand kann man dann da auch mal in einem anderen Stream so ein Fass mal öffnen. Ich wusste selber nicht, ich habe gerade Fräulein Wirwa nur angeschrieben gehabt, von wegen so, wie viel muss man eigentlich spenden, um dann hier reinzukommen, und ich war im Sprachkanal. Auf einmal war ich schon bei euch im Voice-Chat hier drin, und man kann gerne einen separaten Stream auch komplett über dieses Thema machen, sofern da Interesse besteht, und da habe ich dann auch kein Problem mit. Ich bedanke mich auch dafür, dass ich jetzt hier sein konnte, und ja, das ist so das, was ich noch sagen kann. Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Stream heute. Wir waren alle zumindest angetrunken. Ich war relativ besoffen. Ich bedanke mich bei Louis Tagel, der auch da reinkommen ist, um seinen Standpunkt zu vertreten, während wir alle aufeinander hauen. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zusehen, und wir sehen uns dann in der nächsten Woche irgendwann. Haben wir einen Termin? Hoffentlich dann. Verkünden wir noch, würde ich sagen. Nicht fest, aber Open Mind wird zu Gast sein. Genau. Haben wir einen konkreten Termin dafür? Nee, noch nicht. Der guckt in seinen Terminkalender. Ah, okay. Alles gut, klar, Freunde. Also, dann schönen Samstag. Jo, danke, Leute. Hau rein. Tschüss.